ich stehe hier gerade mit Serpil in der Christusgemeinde in Essen. Und Serpil, du hast gerade erzählt, dass ich für jemanden gebetet habe, Ramona hieß sie. Und Ramona hat große Probleme gehabt, körperlich. Und sag mal gerade, was passiert ist bei ihr. Ramona hat mehrfach Krebs und das letzte Mal hatte sie einen richtig großen Tumor am Bein. Das wurde sehr spät festgestellt. Ja. Und eigentlich war die Diagnose tot. Ja. Allerhöchstens vielleicht Bein amputiert und dann auch tot, so ungefähr. Ja, das war die Diagnose. Und es haben viele Menschen für sie gebetet und du hast damals hier ein Seminar gemacht bei uns und ich habe dir die Situation erklärt und du hast ein kurzes Gebet gesprochen und das habe ich an sie weitergeleitet. Ah, okay. Habe ich das aufs Handy gesprochen? Ja. Okay, aufs Handy gesprochen, das Gebet. Genau, und ich habe es an sie weitergeleitet. Sie war sehr dankbar dafür und allein schon das Wissen, dass überhaupt Menschen da sind, die sie beten, die sie ja gar nicht kennen. Ja. Ich muss dazu sagen, sie ist kein Christ. Okay, ja. Ramona lebt. Wie geht's ihr? Ramona ist krebsfrei. Ramona ist krebsfrei? Ja. Wow. Metastasenfrei. Sie musste den Weg gehen, aber... Seit wann ist sie frei? Ich glaube Anfang des Jahres. Anfang des Jahres. Komplett frei von Krebs. Ich habe jetzt nochmal nachgefragt, ob sie das Zeugnis aufschreiben kann. Ja. Und sie sagte, sie ist krebs- und metastasenfrei. Wow. Und sie hat ihr Bein, sie kann weiterlaufen, sie kann Auto fahren, sie kann Fahrrad fahren. Wow. Es ist möglich. Wow. Vielen Dank für das Zeugnis. Gott kann alles tun.